Die Assassin's Creed-Reihe von Ubisoft gehört zu den erfolgreichsten Videospielreihen. Mittlerweile hat die Reihe 19 Spieler, wenn man die Mobile Games nicht mitzählt. Ziemlich viele dafür, dass ursprünglich nur eine Trilogie geplant war. Wird also mal Zeit für eine Game Trivia zu Assassin's Creed. Aber zuerst das Intro. Schauen wir uns als erstes den Ursprung der Assassin's Creed-Reihe an. Creative Director Patrice Désilets begann 2004 mit seinem Team einen Ableger für Prince of Persia zu entwickeln. Patrice Désilets war nämlich auch schon an der Entwicklung zu Prince of Persia Sands of Time involviert. Für das Spin-off wollte er eine neue Richtung einschlagen und einen realistischeren Weg gehen. Dafür sollte auch die Hauptfigur gewechselt werden. In einem Interview sagte er, das Problem ist, dass ein Prinz keine Actionfigur ist. Ein Prinz wartet einfach nur darauf, König zu werden. Patrice Désilets war fasziniert von der Person Hassan Isabar, einem islamischen Missionar aus dem 11. Jahrhundert. Der war Teil einer Gruppierung, die Al-Hashishiyun genannt wurde. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wir nennen die Gemeinschaft in der Gegenwart heute Assassinen. Da gibt es eine ganz interessante Dokumentation über die Gruppe, die verlinke ich euch unten. Für das Prince of Persia Spin-off war geplant, dass man den Leibwächter des Prinzen spielt und ein Teil eben jener Gruppe ist. Und der Name des Spiels wäre Prince of Persia Assassins gewesen. In früheren Artworks sieht man den Prinzen als Kind und den Leibwächter, der den Prinzen beschützen soll. Escort-Missionen lieben wir ja schon seit Resident Evil, nicht wahr? Help me, Leon! Das Management von Ubisoft entschied aber, dass ein Prince of Persia-Spiel, in dem man kein einziges Mal den Prinzen spielt, nicht funktioniert. Also wurde daraus ein eigenes Spiel, ohne Verknüpfung zu Prince of Persia. Und dadurch wurde Assassin's Creed geboren. Patrice Désilets hatte eigentlich nur eine Trilogie geplant. Aber dass ein Konzern bei so einer finanziell erfolgreichen Reihe mit Teil 3 nicht aufhört, war zu erwarten. Désilets hat übrigens nur noch Assassin's Creed 2 gemacht und hat dann Ubisoft verlassen. Wenn man mal von den mythischen Gottheiten in Assassin's Creed absieht, ist die Reihe geschichtlich ziemlich genau. Personen, die in Assassin's Creed sterben oder vom Spieler in der Story getötet werden, sterben im Spiel immer in dem Jahr und an dem Ort, an dem sie auch in echt gestorben sind. Das sagte auch Game Director Alex Hutchinson von Assassin's Creed 3 in einem Interview. Wir haben eine Regel, jeder stirbt im richtigen Jahr und am richtigen Ort im richtigen Jahr. Ab und an hat man diese Regel aber gebrochen. Dazu gehört zum Beispiel Robert de Sablé, der in Assassin's Creed 1 im Jahr 1191 von Altair getötet, in der echten Welt aber 2 Jahre später starb. Ein anderes Beispiel dafür ist Charles Lee. In Assassin's Creed 3 wird er in Pennsylvania getötet, in echt starb er aber in Philadelphia. Gerade Assassin's Creed 3 machte den Entwicklern hier ein Problem, wie Alex Hutchinson in einem Interview erzählte. Es ist schwer, zu dieser Zeit starb niemand Wichtiges. Keiner der Gründungsväter starb und auch die britischen Generäle starben erst in hohem Alter daheim in England. Es starben nur langweilige Leute. Wie bei vielen Spielen wurden auch bei Assassin's Creed viele Dinge während der Entwicklung wieder verworfen. Ein paar davon schauen wir uns erstmal an. Die erste gestrichene Idee sehen wir im Trailer zu Assassin's Creed. Altair kämpft hier unter anderem auch mit einer Armbrust, die gab es im fertigen Spiel aber nie. Wie vorhin schon erwähnt, waren die Entwickler bemüht, geschichtlich korrekt zu sein. Also flog die Armbrust während der Entwicklung wieder raus, weil eine Armbrust dieser Art zu dieser Zeit noch gar nicht erfunden war. Eine andere gestrichene Waffe finden wir in Assassin's Creed 3. Connor sollte ursprünglich eine Kettenklinge besitzen, die als verlängerte versteckte Klinge fungiert hätte. Die Entwickler waren während der Entwicklung aber der Meinung, dass die Waffe dem Spiel einen Fantasy-Touch geben würde, was man verhindern wollte. Als Ersatz bekam Connor eine Sheng Biao oder auch genannt Robtard. Assassin's Creed 3 hat aber noch ein anderes gestrichenes Feature. Der Spieler sollte Connor ursprünglich getötete Gegner skalpieren lassen können. Diese Gameplay-Mechanik flog aber wieder raus, als die Entwickler hörten, dass die Mohawk-Indianer das nie gemacht haben und weil die Mechanik für den Charakter von Connor und das Spiel für zu brutal angesehen wurden. Und noch eine Sache zu Assassin's Creed 3, allerdings zum DLC, die Tyrannei des König Washington. Für die Story war geplant, dass Connor und Evelyn de Cambrai aus Assassin's Creed Liberations eine Liebesbeziehung eingehen. Mit der Zeit fanden die Entwickler aber, dass die Motivation und der Charakter der beiden zu unterschiedlich ist. Assassin's Creed Unity hatte einige Probleme, aber zumindest die Spielwelt sah gut aus, vor allem Notre Dame war beeindruckend. Das liegt auch daran, dass man sich dafür mehr als genug Zeit genommen hat.
Level Artist Carolyn Muse arbeitete gemeinsam mit Historikern 2 ganze Jahre an Notre Dame, um sie so genau wie möglich ins Spiel zu bringen. Nur einige der Kunstwerke in der Kathedrale selbst mussten geändert werden, da die echten unter Urheberrecht stehen. Oh, okay. Später sollte es noch ziemlich hilfreich sein, dass man Notre Dame so genau nachbaute. Als 2019 Notre Dame große Schäden durch einen Brand erleiden musste, konnte Ubisoft helfen, da es kaum Aufzeichnungen des Aufbaus der Kirche gab. Ubisoft aber durch die genaue Arbeit an Notre Dame für Assassin's Creed Unity genauere Pläne für den Wiederaufbau bereitstellen konnte. Neben den diversen Spielen ist die Marke Assassin's Creed aber noch in vielen anderen Medien vertreten. Jeder Hauptteil der Reihe, abgesehen von Assassin's Creed Rogue, hat einen dazugehörigen Roman bekommen, der die Handlung erweitert nacherzählt oder über Nebencharaktere der Spiele handelt. Neben diesen gab es aber zum Beispiel auch eine Jugendbuch-Trilogie, die ein jüngeres Publikum ansprechen soll. Und mit dem Buch Assassin's Creed Heresy füllt man die Lücke zwischen Assassin's Creed Syndicate und dem Spielfilm von 2016. Und da ich schon den Spielfilm erwähne, kommen wir gleich zu den Filmen. Es gibt einige Kurzfilme, sowohl mit realen Darstellern und animierte Filme, wie zum Beispiel Assassin's Creed Lineage, die die Geschichte von Ezio Auditore erweitert, oder den Film Assassin's Creed Ambers, der die letzten Tage von Ezio Auditore zeigt. Den Film empfehle ich übrigens jedem, der die Ezio-Trilogie gespielt hat. Als ich noch jung war, hatte ich Freiheit, doch sah ich sie nicht. Ich hatte Zeit, doch verstand ich sie nicht. Und ich hatte Liebe, doch ich fühlte sie nicht. 2016 schaffte es Assassin's Creed dann auf die Kinoleinwand. Und auch wenn es noch eine der besseren Videospielverfilmungen ist und die Parkour-Einlagen durchaus beeindruckend inszeniert waren, wirklich gut war der Film nicht und der finanzielle Erfolg ist auch eher überschaubar. Momentan arbeitet Netflix an einer Realserie zu der Spielerei. Da steht man aber noch am Anfang. Die Serie wird also wohl noch etwas auf sich warten lassen. Und die Gerüchte über eine animierte Netflix-Serie kommen auch immer mal wieder auf. Neben den Büchern und Filmen gibt es aber auch noch Comics und sogar einen Manga, die Geschichte erweitern und teilweise sogar recht wichtig für die Handlung in den Videospielen ist. Zu guter Letzt kommen wir noch zu ein paar Easter Eggs in der Assassin's Creed Reihe. Aber zuerst noch etwas Eigenwerbung. Abonniert gern meinen Kanal, wenn euch das Video gefällt. Assassin's Creed wird sicher nochmal eine Game Trivia bekommen, da gibt es nämlich noch einige interessante Dinge. Aber jetzt zu den Easter Eggs. In Assassin's Creed 2 gibt es eine Kuriermission, in der man einem Bauern einen Brief überbringen muss. Der Inhalt des Briefs ist dabei ganz interessant. Darin steht, dass der Bauer wegen der Missachtung von Levitikus 18,23 vor Gericht erscheinen muss. Für diejenigen unter euch, die nicht bibelfest sind, Levitikus 18,23 verbietet den Geschlechtsverkehr mit Tieren. What? Machen wir einfach weiter. In Assassin's Creed 1 gab es auch schon Easter Eggs. Darunter zum Beispiel einige Häuserfassaden, die so gestaltet sind, dass sie wie der Transformers Optimus Prime aussehen, wenn er in seiner LKW-Gestalt ist. Und zurück zu Assassin's Creed 2. Nachdem Ezio mit seiner Familie aus Florenz flieht, zumindest mit denen, die noch übrig sind, kommt er bei seinem Onkel Mario an, der ihn mit folgenden Worten begrüßt. It's a me, Mario! Onkel Mario! An welches Spiel das einen erinnern soll, muss ich wohl nicht erwähnen. Damit sind wir auch am Ende des Videos angelangt. Wie bereits erwähnt, werde ich zu Assassin's Creed sicher nochmal was machen. Lasst also gerne ein Abo und ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin. Es vergingen 30 Jahre, bis ich diese drei Dinge begreifen konnte. Und nun, in der Dämmerung meines Lebens, ist dieses Verstehen zur Zufriedenheit geworden.